So, dann brauchen wir einen lila Teppich. Ja, toll, nur drei Stück. Naja. Ich pack mal die Steine. Ja. Da muss der Glattstein hin. So. Glattstein. Haben wir den Glattstein noch hier? Nee. Wir haben gar keinen Glattstein. Okay, wir besorgen uns mal Glattstein. Also ein bisschen Glattstein sollte... Ja, hallo, geh jetzt runter. Achso, wegen des Rockens wieder. Da scheint nichts da zu sein. Oh, doch hier. Ich kann auch das wieder wegmachen. So, nein, ich muss ja hier so raus, okay. Ja, mehr geht nicht rein. Bringen wir die Glattsteine mal nach oben, ansonsten lassen wir das erstmal. So, okay, gut. Ja, jetzt geht es um die Wolle. Wir brauchen Wolle. Am besten gleich gefärbte. Toll, ein Würfel ist da. Naja, gut. Dann müssen wir... Bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist grau. Ja, gut. Einmal weiße Wolle. Wir müssen auf die Weide. Und Schafe scheren. Na gut. Müssen wir halt immer wieder dann mal, wenn wir Wolle brauchen. So. Dann nehme ich dann mal die Schere mit. Und dann, ja gut, weiße Schafe. So. Hey, du auch. So. Gehen wir eben einmal durch. Und da sind schon wieder so viele ohne Fell. Ich habe doch hier ein Dingens hingemacht. Funktioniert der nicht? Oder wie ist das? Bestimmt habe ich den schon mal weggebaut und wieder hingebaut. Jetzt einfach nochmal. Oh ja, wo sind wir denn hier eigentlich? Ja, doch, hier so mittendrin. Ich setze sie mal dahin. Sollte eigentlich keine Probleme ergeben. Vielleicht ist die Zeit einfach... Ja, nee, die Zeit ist nicht zu kurz. Wir haben uns ja so lange woanders aufgehalten jetzt. Also, wir waren lange weg, aber es war halt eben eine lange Zeit und in der Zeit hätten wir schon alle wieder was fressen können. Gras ist ja genug da. So, da noch was. Dann machen wir nochmal einen Abstecher nach da oben hin. Das sind ja nicht viele. Ist hier auch eine Tür irgendwo? Nee, da muss ich bis nach da unten laufen. Da draußen sind ja noch ein paar Schafe. Oh, das da, das nehme ich auch noch mit. So, da hinten unter den Bäumen. Warum eigentlich unter den Bäumen? So viele Tiere haben wir hier nicht mehr, aber das war ja auch Absicht. Dass das nicht so viele sind. Also die hauen ja immer ab. Die gehen ja immer irgendwo anders hin. Wenn der Spieler da irgendwo sich länger aufhält. Ja, hier, da unter den Bäumen versammeln, die sich jetzt anfangen. Achso, ich kann das hier, das Karrenmuster wieder wegmachen. So, ist hier noch irgendwo eins mit Wolle? Mit weißer Wolle meine ich jetzt. Die andere Wolle interessiert mich jetzt erstmal nicht. Wir schauen mal da unter den Bäumen. Kann ich mal nach hinten rumgehen? Wir laufen jetzt einfach mal komplett durch und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Wir können ja ruhig etwas mehr Wolle haben, als wir jetzt gleich wieder brauchen werden. Ja, da ist noch eins drin.
So, da hinten. Da. Gut, immerhin eins. Ja, da noch zwei. Moment, das war's gerade. So, nee, da. Das sind alles farbige, das sind der weiße Kuh. So, und hier will sich nichts aufhalten, komischerweise. Naja, gut, wie viele Wolle haben wir denn? 36 und da 64, ja, okay. Tja, ich weiß nicht, wie. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Also außer mich selbst hier aufhalten. Ja, doch, hier hinten hat sie wahrscheinlich einiges getan. So, die sind noch ohne. Ja, doch, da gibt es noch einiges jetzt hier. Ja, da auch wieder ziemlich viele sogar. Ja, gut. Okay. So, du auch gleich. Ah ja, da. Und da hinten noch. Ja, das war's hier. Okay. Mehr nicht. Jetzt schaue ich nochmal dahin und dann soll es genug sein. Ich muss mich da wohl einfach nur. Ja, eine Weile hier aufhalten. So, da vorne noch eins. Oh, noch eins. So, gut. Dann soll das genügen. Dann packe ich jetzt die Schere weg. Es wird auch schon wieder dunkel. Und dann werden wir erstmal Wolle färben. Da ist die Schere. Aber wir färben jetzt nur ein bisschen lila Wolle und nicht mehr. Den Rest lassen wir weiß. Oh, ich muss ja was essen. Nee, Moment mal, ich will erst noch weiter essen. Türkis, braun, violett hier. Achso, das wollte ich mir essen, okay. Dann, achso, ich kann das hier einfach so und so machen. Ja, ich kann durch mal alles machen hier, so. Dann haben wir das da. Und das war dann Farbstoff, ja, okay, gut. Dann brauchen wir noch ein bisschen Teppich, das war so, ja. Dann haben wir noch ein bisschen Vorrat. Achso, Farbstoff ist weg, okay, gut. Dann wieder zurück zum Turm. Haben wir jetzt Tag oder Nacht? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Es wird gerade Nacht, okay. Die Leiter war da. So, dann legen wir hier mal alles aus. Nee, nicht da drüber. Ja, das finde ich gut. Ja, okay, gut. Also werden wir jetzt mal schauen, wie wir das von innen verzieren können. Das kann ja ruhig unregelmäßig sein. Dann habe ich dann noch. Ja, genau, hier habe ich noch was. Ich fange einfach mal hier an. Und dann werde ich mal das da wegmachen. Ja, und so. Das müssen wir bei der Leiter hier auch machen. Aber jetzt habe ich. Moment mal, das da. Das ist ja dann hier. Da kommt man da hin, ja, okay. Dann werden wir den Rest mal von oben machen. Das ist nur die Frage, was das ist. Da, der nächste wäre das hier, aber da kommt man hin. Dann nehme ich den hier. So, und da. Okay, das wäre schon mal das hier. Was machen wir denn hier? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei der einen Seite. Hier. Nee, achso, die Fenster selbst müssen wir ja auch noch machen.
Ja, da habe ich doch was mitgebracht, oder? Ja, hier, das da. Okay, wir werden das mal ausprobieren. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also so ganz zufrieden bin ich damit zwar auch nicht. Aber so ganz schlecht ist es eben auch nicht. So. Ja, mir hat das Glas eben auch gefallen. Aber wir können ja noch ein paar Glasbausteine reinsetzen in die Mauer. Deswegen werde ich jetzt mal hier weitermachen. Wo ist denn der Wolf hier? Der nervt mich hier ein wenig. Wie spät haben wir es? Ja, wir haben noch vor Mitternacht. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das ein Werwolf ist. Oder ein normaler Wolf. So, das sind wir unten. Okay, gut. Oder ist das nur vom Hintergrundgeräusch hier? Ich sehe ja nichts Rotes auf der Minikarte. Ich kann die ja größer machen. Nee, so mache ich sie weg. Moment. Hier, genau. Ja. Da vorne ist was Rotes. Ach so, das ist ein Zombie. Ich sehe das von hier. Und eine Spinne ist da auch. Ja, okay. Ja, doch, das mit diesen Verzierungen, das macht sich schon ganz gut. Ja, das müssen wir weitermachen. Aber, Moment mal, haben wir das von unten? Ja doch, da haben wir das ja. Ja. Ja, okay. Aber ich schau mal von außen. Ja, wir können das überall mal ein bisschen unterbrechen. Aber ich brauche noch Glas. Moment mal, ich hole mir mal... Nee, so... Glasbausteine brauchen wir noch. Die in lila. Haben wir die? Hier haben wir was. Sind das die richtigen? Nee, diese hier. Wir müssen da noch mehr machen. Aber ein bisschen grün fände ich auch nicht verkehrt. Naja, aber die will ich da nicht machen. Wie ist mit diesen? Oh ja, hellgrün. Wir nehmen mal die mit. Und wir müssen jetzt noch Glas färben. Okay, Glas färben wir hier mit. Und dann brauchen wir wieder Farbstoff. Dazu müssen wir ins Färberlager oder Färberhaus, Färberhütte, wie auch immer. Färberhaus. Ich glaube, ich benenne das um in Färberei. Das ist einfacher. War das jetzt auch so? Nee. So, ja, genau so war das. Okay. Ja, genau. Farbstoff. Der Farbstoff. Dann haben wir das Glas. Ach, haben wir das Grün auch? Ja, hier. Die Wolle kann ich aber auch schon mal wieder zurückbringen. Ja, komm, wir gehen nochmal ins Lager. Schmeißen einfach mal ein paar Sachen aus dem Inventar raus. Das da, das da. Ich kann auch mal die Werkbänke wieder dahin packen. Da ist immer noch weiße Wolle, okay. Ja, schön, dass wir so viel haben. Ja, das lasse ich mal da und ich nehme aber noch was mit. Und ja, was denn davon was? Nee, das bringt nichts hier. Nehmen wir nochmal davon was mit. Das ist ein Knopf. Wieso ist der? Ja doch, der gehört dahin. Ja doch, richtig. Das passt schon. Und gemeißelte haben wir noch hier. Ja, okay, das sind noch ein paar. Ja, okay, gut. Dann belassen wir es hierbei. Erstmal. Dann also wieder zurück
diesen Wegpunkt da mit dem Turm brauchen wir ja sowieso bald nicht mehr. So, jetzt einfach mal rein. Ach so, aber ich wollte ja schauen. Hier unten. Ich will gleich mal hier unten. Da lila haben. Ach, ich hätte mir eine Spitzhacke machen können. Ja, das sieht erstmal ganz gut aus. Ich habe nicht so eine rechte Idee, wie wir das machen sollen. Deswegen schlage ich vor, wir machen einfach mal hier von drinnen was. Ah, jetzt heißt, Moment mal, nee, ich muss das unterbrechen. Und machen einfach von drinnen. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht von außen. So, es ist der Wolf immer noch da. Kann der mal aufhören? Oder sich zumindest mal zeigen, dass ich sehe, wo der ist. Oder ist es nur Hintergrundgeräusch? Ja, die Frage habe ich vorhin schon mal gestellt, ich weiß. Aber sie wurde ja nicht beantwortet.